Auch und gerade an der Börse gibt es ja die normative Kraft des Faktischen. Das heißt, höhere Kurse erzeugen immer mehr Optimismus, weil man sich bestätigt sieht durch die höheren Kurse in seinem Optimismus. Und umgekehrt sehen wir, wenn die Kurse stark fallen, dann nimmt der Pessimismus zu. Die Welt ist dann ganz, ganz düster. Nichts wird funktionieren, nichts wird klappen in diesen Phasen, wo es richtig nach unten geht. Und jetzt haben wir eine Phase, wo es richtig nach oben geht und die Leute sich ein Wunschszenario an die Wand malen, das sehr, sehr unwahrscheinlich ist, aber dennoch geglaubt wird, weil man ja sagt, siehst du, die Kurse bestätigen das doch. Also das ist so eine Art Rückkoppelungseffekt zwischen den Märkten und der Stimmung. Und dementsprechend versuche ich mal ein paar Punkte zu zeigen, nachdem wir wieder einen sehr starken Juli erlebt haben, der vielleicht darauf hindeutet, dass es dann Richtung August, Richtung dann Ende des Jahres ein bisschen schwieriger wird. Das passt nicht zu den steigenden Kursen, das wollen wir uns mal in aller Kürze anschauen. Wir sehen diesen Optimismus. Piper Sandler, durchaus ein respektiertes Haus an der Wall Street, die heben jetzt ihr Kursziel an für dieses Jahr beim S&P 500 auf 4.825, nachdem sie noch vor einer Woche ihr Kursziel bei 3.600 bis 3.800 hatten, also deutlich pessimistischer waren. Jetzt sagen sie, naja, also Market Breadth Expands, also die Marktbreite habe zugenommen, Positive Earnings Underpin Equities, die Zahlen seien doch gut, der Unternehmen. Und vor einer Woche hat man gesagt, ja, wir sehen 20% Fallpotenzial für die Aktien. Also selbst die Pessimisten werden jetzt optimistisch. Citigroup hebt auch vorher pessimistisch jetzt das Kursziel, auf falsche Richtung, auf 4.600 Punkte an beim S&P 500. Und wie die Sicht der Dinge, wie die Brille ist, durch die derzeit die Wall Street hindurchguckt, das sieht man an der Wall Street. Hier zum Beispiel Bank of America. Da sehen wir eine Grafik. Da heißt es, we are tracking earnings growth that is the highest since erstes Quartal 2022. Also wir erleben derzeit das höchste Gewinnwachstum seit dem ersten Quartal 2022. Und dann schauen wir auf diese Grafik und sehen, ups, das ist ja unter Null. Das heißt, das Minus ist nur etwas geringer als zuletzt. Und das zeigt so ein bisschen, wie die Dinge sind. Hier wird aufgeschlüsselt zwischen Earnings und Earnings ex Energy und Finance, die relativ mau sind aus diesem Bereich, vor allem Energy, aber sei es drum. Hier sehen wir, das ist negativ, das heißt, wir sind unter Null, aber es ist das beste Wachstum seit dem ersten Quartal 2022, wobei man von Wachstum ja nicht sprechen kann. Es ist Kontraktion, lasst uns ehrlich sein, aber dadurch, dass die Kontraktion geringer ist, ist es das beste Wachstum. Das zeigt so ein bisschen das Wahrnehmungsparameter. Und in der Tat, wir hatten ja gute Konjunkturdaten aus den USA gesehen, Economic Surprise Index, der anders als in der Eurozone, anders als in China hier noch ziemlich stark da steht. Hier ein Kommentator auf Finanzmarktwelt schreibt, die Märkte steigen zurzeit aus zwei Gründen, in der Erwartung, dass der Zinsgipfel erreicht ist, we will see, und dass die Konjunkturgewinnerwartungen, dass diese beiden Erwartungen werden vermutlich nicht enttäuscht werden. An der Börse wird die Zukunft gehandelt. Okay, das kann man immer wieder feststellen, dass die Zukunft gehandelt wird, aber wer kennt schon die Zukunft? Wir haben gesehen, vor dem Dotcom-Crash wurde auch die Zukunft gehandelt und die Zukunft war dann nicht so, wie man sie sich ausgemalt hat. Das haben wir auch gesehen vor der Finanzkrise, da auch euphorische Märkte, dann Booms, platzende Immobilienblase. Das haben wir gesehen kurz vor Corona, auch ein neues Allzeithoch. An den Märkten alle euphorisch, dann Corona, obwohl in China schon der totale Lockdown herrschte, sind die noch weiter nach oben gegangen. Also das ist die Erwartung einer Zukunft. Es wird nicht die Zukunft gehandelt, sondern die Erwartung einer Zukunft. Und die Frage ist, stimmt die Erwartung der Zukunft, die derzeit die Märkte haben, oder stimmt sie nicht? Das werden wir vielleicht heute schon wieder ein bisschen abgleichen können. Heute um 16 Uhr wichtige Daten aus den USA. ISM, Einkaufsmanager-Index, der wird wichtig. Der ist ja auch schon monatelang in der Kontraktion, Industrie in der Rezession, auch in den USA. Aber es wird erwartet eine kleine Verbesserung auf 46,8, wäre immer noch Schrumpfung, aber eben etwas besser. Ich denke auch, dass der heute ein bisschen positiv überraschen könnte auf der Oberseite, aber dann haben wir auch noch die JOLTS, also die offenen Stellen, erwartet 9,6 Millionen. Auch wichtig, denn die Fed hat ja gesagt, naja, Arbeitsmarkt ist wichtig, zwei Arbeitsmarktberichte bekommen wir noch, am Freitag ja die Non-Farm Payrolls und natürlich die Inflationszahlen. Und das ist die zweite Voraussetzung dieser Rallye, die Märkte glauben, dass die Inflation zurückgehen wird. Ich denke, dass dem nicht so ist, denn wir sehen ja Energiepreise schon
schon deutlich nach oben. Ölpreis jetzt massiv gestiegen in letzter Zeit. Und wir haben gestern, und das ist für mich ein echtes Warnsignal, die Zahlen gehabt jetzt von den Banken zur Kreditvergabe. Wie schaut es aus mit der Kreditvergabe? Sind die Vergaberichtlinien strenger geworden? Ja, nein. Wie ist die Kreditnachfrage der Konsumenten und Firmen? Und hier sehen wir eine weitere Verschärfung seit der letzten Erhebung im April. Dazu gleich nochmal mehr. Das wird sehr, sehr wichtig noch werden. Und wir sehen, dass bisher ja schon die Kreditvergaberichtlinien sich deutlich gestrafft haben, aber der Credit Spread, also das, was man sozusagen für Unternehmensanleihen zu bezahlen hat, in Relation zu Staatsanleihen, ist praktisch kaum gestiegen. Das ist praktisch ein Ausweis dafür, dass hier keine Risiken bepreist werden für Unternehmen, weil man sagt, na, ist doch alles super, wir leben doch in der besten aller Welten, Unternehmen haben kein Risiko, weil ja die Wirtschaft auf gar keinen Fall in eine Rezession fallen wird. Dementsprechend aber sehen wir auf der anderen Seite HYG, das sind Junk Bonds oder ein ETF, das Junk Bonds abbildet, die machen diese Rallye nicht mit. Also da herrscht nicht diese Euphorie, ja, alles kein Problem, also die gefährdetsten Unternehmen oder Anleihen von Unternehmen, könnte man sagen, die also hochrentierlich sind, die hochriskant sind, da sehen wir praktisch keine Rallye. Und wir sehen, dass wir die Price-Earnings-Ratio in dem unteren Chart, dass also praktisch die Bewertungen für die Aktien immer stärker gestiegen sind, gleichzeitig mit dem Anstieg der Zinsen in den USA. Ich hatte gestern eine wichtige Grafik gezeigt, aus meiner Sicht wichtig, weil dadurch klar wird, dass eben nur noch 11% der Amerikaner variabel verzinste Kredite haben. Das heißt, wenn die Zinsen steigen, dann merken die das nicht sofort, bis sie eben eine Anschlussfinanzierung brauchen. Aber während der Laufzeit verändert sich das nicht und wir haben hier die nächste Divergenz. Die Liquidität der Zentralbanken geht nach unten, also praktisch die Liquidity Proxies, wie es hier heißt, und die Aktienmärkte gehen nach oben. Auch das passt nicht so ganz auf aus meiner Sicht, aber es ist eben ein Punkt, wir haben jetzt im Juni und vor allem im Juli auch einen massiven Short Squeeze gesehen, die Hedgefonds waren short gestanden oder das, was sie short hatten, die haben auch viel long, aber das, was short war, das ist jetzt rausgesqueezed worden, wie Goldman Sachs hier sagt. Das ist mehr als bei diesem Short Squeeze im Oktober, November 2022, was wir im Juni und Juli jetzt gesehen haben. Es dürfte der größte Short Squeeze werden seit dem Jahr 2016. Hier sehen wir das mal seit April vor allem, sehen wir die Most Shorted Stocks, die gehen deutlich nach oben und jetzt kapitulieren viele und sagen, ah, die Sache ist schiefgelaufen, normative Kraft des Faktischen, ich habe Minus gemacht, also habe ich mich geirrt, dass sie vielleicht sich nicht geirrt haben, aber dennoch Minus gemacht haben, steht auf einem anderen Blatt. Aber gucken wir uns mal an, was gestern passiert ist, ziemlich fader Handelstag, dünnes Volumen, nur der Russell 2000, der war wieder stark, die anderen sind so Pi mal Daumen immer um die Nullerachse rum gependelt, bevor es dann ganz am Schluss nochmal deutlich nach oben ging, wie an einem Strich gezogen, da wollte man nicht, dass die Aktienmärkte negativ schließen. Gestern dann wichtig, CBO, also das Budget Office des Kongresses, offizielles Institut, staatliches Institut, das schätzt oder sagte, dass man jetzt in diesem Quartal 1 Billion an Dollar Schulden aufnehmen wird. Das wird passieren über Anleiheemissionen. Vorher ist man davon ausgegangen, dass es 733 Milliarden sein werden. Also kommen nochmal roundabout 270 Milliarden obendrauf, die dann letztendlich aus dem Markt genommen werden müssen. Und damit entsteht eine Liquiditätskonkurrenz für die Aktienmärkte. Hier sehen wir nochmal, das ist die zweithöchste Schuldenaufnahme in einem Quartal in der US-Geschichte. Das dürfte also ein Faktor werden. Warum? Weil, wenn mehr Emission kommt, dann brauchst du Käufer. Dann ist eben die Frage, kauft man Staatsanleihen, kauft man Aktien? Jedenfalls ist das eine Liquiditätskonkurrenz auf der einen Seite. Auf der anderen Seite, je mehr Angebot an Staatsanleihen kommt, umso wahrscheinlicher, dass die Renditen weiter steigen. Die Renditen aber sind ein Problem durchaus für die Aktienmärkte, diese 4%-Marke, die ich immer wieder anspreche, bei der 10-jährigen US-Staatsanleihe. Johannes Zipfel zeigt hier, dass seit Anhebung der Schuldenobergrenze ist jetzt die Verschuldung um 1,8 Billionen nach oben geschnellt. Für die ersten 1,8 Billionen Schulden brauchten die USA 209 Jahre. Diesmal
hat man es in 2 Monaten geschafft. Also das zeigt diese Schuldendynamik, dass bei gestiegenen Zinsen, wie soll das on the long run gut gehen, fragt man sich. Also diese massiven Schulden, die müssen dann bedient werden, mit Zinsen bedient werden. Das bedeutet, dass die Verschuldung immer weiter steigt, weil man immer mehr Geld in die Zinszahlungen wird investieren müssen, seitens des Staates, aber auch vieler Firmen und vieler Konsumenten. Und jetzt haben wir hier nochmal diese sogenannte SLOOS-Umfrage, die vierteljährlich rauskommt, letztes Mal im April, jetzt eben hier Ende Juli. Und wir sehen hier ganz klare Aussagen, sowohl im Gewerbeimmobilien als auch bei Privatimmobilien, als auch in jeder Hinsicht ist es sowohl die Nachfrage als auch die Vergabe von Krediten rückläufig, und das in einer US-Wirtschaft, die ja auf Pump basiert, die eigentlich auf billigem Geld basiert und die darauf basiert, dass sozusagen mit immer neuen Krediten dieses Wirtschaftswunder irgendwie immer wieder am Leben erhalten wird auf Pump. Und wenn jetzt die Kreditnachfrage zurückgeht und die Kreditvergabe zurückgeht, dann wird dieses Wunder nicht mehr funktionieren. Und dementsprechend bin ich da nicht so sicher, wie zum Beispiel Jim Cramer, der sagt, Recession no longer in sight. Hier sehen wir mal Demand für C&I Loans, also praktisch von Commerce und Industry, also praktisch von Industrie und Gewerbe, groß allgemein jetzt mal gesprochen. Hier sehen wir praktisch um 50% eingebrochen oder minus 50%, halbiert mal eben. Und wer keine Kredite aufnimmt, der wird auch weniger investieren, der wird auch weniger Leute einstellen, sondern der wird wahrscheinlich sein Geld zusammenhalten, möglicherweise früher oder später Arbeitskräfte abbauen. Und hier sehen wir dann die andere Seite der Medaille, die Amerikaner, die müssen jetzt ihre Ausgaben schon zurückschrauben. Wir sehen die Retail Sales, die sind nicht gerade ermutigend, die wurden natürlich wahnsinnig angepusht durch diese Stimulusfaktoren. Und dann ist das nach oben geschnellt, jetzt schnellt es wieder nach unten. Am 1. September beginnen die Rückzahlung der Student Loans, knapp 45 Millionen Amerikaner sind da gefordert. Und wenn wir das Ganze jetzt mal abgleichen, also dieses Potenzial, eine Kreditwirtschaft oder eine Wirtschaft, die auf Kredit basiert, die aber weniger Kredite vergibt, eine Wirtschaft, die massiv verschuldet ist, auch seitens der Unternehmen, die können das noch ein bisschen oder noch ignorieren, teilweise, weil eben diese geliehenen Gelder eine Laufzeit haben, aber wenn dann die Anschlussfinanzierung kommt und die Zinsen eben immer noch so hoch sind, dann ist das ein Problem. Aber however, wenn wir das jetzt mal mit den Aktienmärkten abgleichen, wie Mohamed El-Erian das macht, in einem Artikel für das Wall Street Journal sagt er, das Equity Risk Premium, also das, was ich dafür bekomme, dass ich Aktien kaufe, und damit gehe ich ja ein Risiko ein, ich habe höhere Chancen, aber eben auch ein höheres Risiko, und diese Risikoprämie ist jetzt so gering wie seit dem Jahr 2002 nicht mehr, wenn ich das vergleiche mit sicheren Anlagen, wie zum Beispiel 10-jährige US Government Bonds oder auch kürzer laufende US-Staatsanleihen, oder wenn ich zum Beispiel inflationsgesicherte Anleihen kaufe vom US-Staat, wo ich also nicht das Risiko Inflation habe. Also die Risikoprämien für Aktien sind selten so niedrig gewesen. Ich bekomme also wenig Ausgleich für Risiko. Gleichzeitig sind alle extrem optimistisch, und das in einer Situation, wo auch China weiter schwächelt. Wir haben heute die Daten bekommen aus dem Caixin Einkaufsmanager Index, 49,2 statt 50,3 erwartet, also Schrumpfung. Wir haben dann zum Beispiel Country Garden, einer der großen Immobilienentwickler, der konnte jetzt praktisch eigene Anteile nicht mehr verkaufen, Aktie unter massivem Druck. Wir sehen Eisenerz fällt, weil man eben pessimistischer wird für den Häusermarkt. Wir sehen Foxconn will jetzt mehr und mehr aus China rausverlagern Richtung Indien. Das Wirtschaftswachstum Hongkongs wurde nach unten revidiert. Also das sind keine so großartigen Nachrichten aus China. Warum? Weil natürlich hier diese Wirtschaft unter demografischen Problemen leidet und unter einer Wirtschaftspolitik, die von Xi Jinping genau in die falsche Richtung führt. Und das zieht Asien mit nach unten. Hier sehen wir mal oben die Einkaufsmanager-Indizes. Und unten sehen wir Südkorea, die Exporte, heute frische Daten, minus 16,5%, seit Monaten rückläufig. Das zeigt, dass auch Asien ein Problem hat. Die Eurozone ist jetzt auch nicht gerade bombig aufgestellt. Die schießt sich noch ins eigene Knie, wie Hans-Werner Sinn hier zeigt. Das Verbrennerverbot beschleunigt den Klimawandel. Warum? Wenn wir das Öl nicht kaufen, dann kauft es wer anders.
Die haben meistens dann weniger Umweltstandards als wir. Das heißt, dadurch wird das nicht sauberer, sondern schmutziger. Und er sagt auch, ein Verbot von Verbrennungsmotoren ist sinnlos, ruiniert unsere Autoindustrie, senkt unseren Lebensstandard. Und zwar warum? Weil in China praktisch immer mehr Kohle verbrannt wird, auch der Ölverbrauch steigt. Das heißt, das, was wir weniger konsumieren, das wird in China letztendlich und in anderen Ländern mehr konsumiert. Und es gibt zu wenig Ökostrom, die Atomkraftwerke sind abgeschaltet. Das heißt, wenn wir mehr Elektroautos haben, dann müssen wir die mit Braunkohleabbau und praktisch antreiben, müssen den Strom durch Braunkohleabbau generieren, was dann im Endeffekt schmutziger ist, als wenn wir gleich Verbrennungsmotoren bauen. Und so ist all das gut gemeint, sicherlich, aber hat die gegenteiligen Effekte und bringt unsere Wirtschaft weiter nach unten. Dementsprechend ist das schon ein eigenes Drama. Abschließend zwei Empfehlungen, meine Damen und Herren. Nächstes Rekordhoch hat der DAX gestern gemacht, trotz der eher mauen Situation in Deutschland, aber DAX ist ja sehr abhängig von der Weltwirtschaft. Wie steht die da? Dynamik fehlt, was heute wichtig wird, was Sie wissen sollten in diesem Artikel. Erste Empfehlung und zweite Empfehlung, sinkende Zentralbanknachfrage nach Gold, aber der Niger-Putsch, der hat durchaus positive Aspekte für Gold. Was damit gemeint ist, erfahren Sie da. Also zwei Artikel, meine Damen und Herren, 16 Uhr US-Daten, wichtig. Ich sage jetzt erst einmal Servus und Ciao.